Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind hier in der Papierwerkstatt im St. Maria-Elisabeth-Haus in Bad Lahr. Und wir wollen Ihnen heute zeigen, wie man wunderschöne Sternchen bastelt, die Sie sich zu Hause auch aufhängen können. Aber bevor wir das machen, wollen wir natürlich auch mal sagen, wo sind wir hier? Werner sitzt neben mir. Werner, du bist Leiter der Papierwerkstatt und betreust auch die Menschen mit Beeinträchtigungen, die hier arbeiten. Was muss ich mir darunter vorstellen? Also hier ist angeschlossen ein Wohnheim und die Menschen, die nicht in der Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigung arbeiten, haben hier ihren Arbeitsplatz. Sie kommen morgens um 9 bis 16 Uhr und arbeiten hier zum Beispiel an Grußkarten, die wir selbst herstellen. Und das ist alles toll, weil ihr macht das selber, ihr verkauft es auch, da können wir nachher noch mal drauf kommen. Aber erstmal wollen wir natürlich Ihnen heute zeigen, was wollen wir hier heute eigentlich machen. Heute sind Weihnachtssterne dran, nicht nur Weihnachtssterne, man kann zum Beispiel auch Weihnachtsherzchen machen. Einen großen Stern, einen kleinen Stern. Und was braucht man dafür? Auf der einen Seite ganz einfach eine Schere, Kleber, kann natürlich auch Prittstift sein oder eine andere Marke, dann Tesafilm fürs Fixieren, dann das sind die Förmchen, die Sie auch überall vielleicht zu Hause haben, als Backförmchen, die man benutzen kann. Hier ist ein bisschen Glitzer drin, wenn es ein bisschen schillern soll. Und natürlich, und das finde ich ganz toll, das ist Papier, buntes Papier, das wird bei euch hier selber geschöpft. Das ist also auch das, was ihr in der Werkstatt macht. Genau, das machen die Beschäftigten, das ist ein besonderes Verfahren, das ist jetzt so ausführlich. Aber da kann man halt die Farbe aussuchen, man kann Glitzer einarbeiten, wie auch immer man möchte. Wir machen da heute noch ein bisschen was draus, und zwar das, was hier hinten schon hängt, das sehen Sie hier schon, da kann man wunderbar mit einfachem Material solche Sterne dann an eine Kette hängen. Sieht wunderbar aus am Weihnachtsbaum, kommt drauf an, wie lange Sie das machen wollen, Sie können sogar eine Girlande draus machen. Wir fangen einfach mal an, und zwar die Sabine ist jetzt auch dabei im ersten Schritt, denn diese Maschine hat nicht jeder zu Hause, das ist so eine professionelle Stanzmaschine, und da kann sie uns schon mal vielleicht das aus dem einen oder anderen schon mal was machen. Im Handwerksladen gibt es dann auch solche Geschichten, da kann man was ausstanzen, aber ich habe mich heute mal für die Methode entschieden, die am einfachsten ist, nämlich ich schneide mir einfach mal was aus. Und zwar nehme ich mir jetzt mal das Sternenförmchen und nehme einen Bleistift und fahre einfach mal hier in eine Ecke, damit man nicht so viel Papier verschwendet. Und das macht man dann zweimal, weil wichtig ist ja, es muss nachher der Papierfaden oder das Bastelband muss zwischen den beiden einzelnen Sternchen durchlaufen. So, da wird schon fleißig. Wir werden soweit. Jetzt habt ihr schon zwei ausgestanzt? Einen. Ja, guck mal, da bin ich fast. Gut, das ist natürlich der Nachteil. Also der Trend geht auf jeden Fall zur Stanze, muss ich Ihnen sagen an der Stelle. Aber ich habe jetzt schon mal diese zwei hier mir zusammen ausgeschnitten und da werde ich mit der Schere einfach mal rumfahren. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, es wird nicht so schön aussehen wie mit der Stanze. Und das Papier, da sollten Sie auch ruhig dickes Papier nehmen. Das ist ein bisschen zäh zu schneiden, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch noch, wenn es hängt, viel, viel schöner. Und jetzt habt ihr schon das zweite fertig, richtig? Ja. Ich höre das schon. Sabine, sehr gut. So, Werner, ein Sternchen. Oh, das ist aber auch nicht unhübsch, wollen wir mal sagen. Ist auch sehr. Und vor allem eine ganz andere große Größe. Ich schneide nochmal das zweite aus. Das könnt ihr noch so, jetzt habe ich zwei, die, wenn man sie aufeinander legt, wie ein Sternchen aus, wie ein Sternchen aussehen sollten, das kommt auch ungefähr hin. So, jetzt kommt das nächste, denn wir haben hier Sternchen. Ich nehme mal das rote hier, weil das sind perfekte Formen. Wir haben das helle, wir haben das dunkle. Ich entscheide mich ganz einfach mal für das dunkelrot. Dann haben Sie, und ich habe das ja schon einmal hier gemacht, diese Schnur. Und ich würde mal vier Sternchen drauf machen. Hier hinten, da kommt das Gelbe rein, da kommt hier das Rote rein. Dann haben wir drei verschiedene Größen. Ganz einfach einen Stern unterlegen. Einmal hier schön über das Band drüber und das Band drunter. Und dann die Ecken einmal komplett abfahren. Das brauchen Sie auch nicht großartig antrocknen lassen, weil in der Regel das Papier das gleich so richtig schön mit aufsaugt. Dann einmal stramm ziehen und dann gleichzeitig quasi das zweite Sternchen oben auflegen. Festdrücken. Wunderbar. Und im Prinzip haben Sie schon das zweite Sternchen schon dran. Und das kann man natürlich jetzt beliebig oft machen. Dreimal, viermal, fünfmal, wie auch immer. Und das ist es eigentlich schon. Sie brauchen im Prinzip dann hier einfach nur noch unten abschneiden. Oben vielleicht einen Knoten drauf machen, das können Sie auch anders befestigen. Und dann können Sie das zum Beispiel an einen solchen Stock hängen. Oder Sie können es natürlich auch an Ihren Weihnachtsbaum hängen oder als Deko, als Girlande. Wir haben es ja vorhin schon gesagt. Und das ist es eigentlich schon, glaube ich. Auch als Geschenkanhänger ist alles möglich. Und es werden ja hier nicht nur diese Sternchen gemacht, sondern ihr macht zum Beispiel auch diese wunderschönen, ich nehme mal eine mit, schönen Weihnachtskarten, die mit dabei sind.
Das ist nämlich zum Beispiel auch, das wird hier auch handgefertigt, handgeschöpft und auch beklebt. Das können Sie im Prinzip hier auch bestellen und zwar auch nach Mengen, wie Sie es möchten und auch nach Motiven. Gucken Sie einfach auf die Internetseite vom St. Maria Elisabeth Haus hier in Bad Laar.